Als besonderes Produkt haben wir diesen Pelletofen, wasserführend für die Zentralheizung mit 28 Kilowatt im Programm. Es ist ein sehr besonderes Gerät, da es extrem praktisch ist und daher kein Spielzeug, sondern ein wirklicher Ofen ist, wo man jedoch auch backen und kochen kann. Idealerweise stellt man so einen Ofen in die Küche. Der Brennraum unterscheidet sich hierbei nicht von einem normalen Pelletofen, normal hochwertigen Pelletofen. Hier sieht man noch den Lieferumfang, verschiedene Bürsten und so weiter, diese nimmt man raus. Darunter befindet sich dann die Aschenlade, die baut relativ flach, ist aber für Pellets verhältnismäßig groß. Hier sehen Sie die solide Gussbrennschale, die eben fast 30 Kilowatt Leistung liefert. Es gibt das Modell auch ohne Backrohr, dann liefert der Ofen natürlich weniger Kilowatt, ist auch nur 80 cm statt 120 cm breit. Hier sieht man etwas, was mir besonders wichtig ist. Es ist praktisch und verständlich einfach zu reinigen. Man hebt einfach die Klappe auf, kann sie auch rausnehmen, saugt dann raus mit einem anständigen Staubsauger. Es ist nichts mit großartig Werkzeug zu zerlegen und man kommt überall schön zu. Es ist sehr wichtig, dass der Endkunde den Ofen einfachst reinigen kann und servicieren kann, denn das ist das häufigste Problem bei allen Öfen, eine schlechte oder unmögliche Reinigung. Deswegen erwähne ich das explizit. Hier sieht man das Backrohr, alles ausziehbar, das heißt leicht zu reinigen, also die Backflächen sozusagen. Wie erwähnt, gibt es den Ofen auch schneller, also 80 statt 120 cm breit, ohne diesen Backrohr. Dann hat er eben 23 statt 28 Kilowatt. Viele bestellen so ein Modell, wenn sie das große nicht Platz haben oder sie von vornherein wissen, sie werden das Backrohr nicht verwenden. Im Lieferumfang dabei ist natürlich der Technikfachschlüssel. Damit bekommt man Zugriff zur Technik vom Ofen. Man sieht sofort die Hocheffizienz-Vilo-Pumpe, das Drucksystem, den Abgasmotor, die Förderschnecke, Hauptschalter, also alles, was wichtig ist, kann von vorne erledigt werden. Seitlich ist die Stahlverkleidung mit einem speziellen System eingehakt und lässt sich innerhalb von 5 bis 10 Sekunden abmontieren. Somit bekommt man noch besseren Zugriff, zum Beispiel auf die Platine und auf den Tank, wenn dieser mal zu reinigen ist. Deswegen empfehle ich, auf dieser Seite zumindest 20 cm Platz zu lassen. Auf der anderen Seite, da sieht man hier, ist keine wichtige Technik untergebracht, nichts zu reinigen, bis auf das Ausgleichsgefäß. Da kann man auch vorne ran. Deswegen wichtig ist nur die linke Seite. Generell müssen Sie zu entflammbaren Holzkästchen, zum Beispiel in einer Küche, 20 cm links und rechts Platz lassen oder Sie verbauen ein belüftetes Blech. Aber wie Sie gesehen haben, links sollte man Platz lassen. Hier sieht man überall auch oben an der Kochplatte zwei Reinigungsöffnungen. Auch hier alles mit diesen Aluminiumdrehern sozusagen lässt sich ohne Werkzeug öffnen. Und alle 800 Kilogramm sollte der Ofen anständig gereinigt werden. Ist aber beschrieben und sogar die Bürsten sind dabei. Wie wir gesehen haben, es gibt den Ofen, so wie er hier steht, in Edelstahl oder in drei Farben, Rot, Schwarz oder Elfenbeinweiß, eventuell auch mit Keramik einsetzen, also mit so Kacheln in mehreren Farben. Das alles finden Sie auf unserer Homepage. Der Preis je nach Verkleidung ist gleich. Es gibt den Ofen dann noch mit Rauchgasanschluss oben, wie hier im Video, oder mit Rauchgasanschluss hinten.